Willkommen zu einem neuen Wochenvlog. Ich habe gerade ein Video fertig geschnitten. Da seht ihr, es ist jetzt gerade am Speichern, Rendern heißt das eigentlich, ne? Das ist ein Prom-Make-up-Tutorial. Weil mich so viele danach gefragt haben, habe ich einfach mal eins gemacht. Es ist jetzt nichts Besonderes und ich bin leider nicht so zufrieden mit dem Video, weil ich weiß nicht, irgendwie ist der Ton total komisch, irgendwie rauscht es. Ich habe ja so ein Mikro und normalerweise macht es das Rauschen weg, aber ich habe irgendwie super leise geredet, warum auch immer. Ich verstehe es nicht, deswegen musste ich das richtig hochdrehen, so gesagt, also die Lautstärke. Und dadurch hört man dann natürlich auch das Rauschen stärker, was eigentlich super leise ist. Ne? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, aber... Ja, ich habe jetzt keine Lust, das alles nochmal neu zu drehen, weil das ist immer so, Make-up-Tutorials, die brauchen immer am längsten, weil ich muss erstmal immer mein ganzes Zimmer, wie nennt man das, umstellen, weil ich brauche ja immer die weiße Wand, ich drehe dann immer mein Bett weg und dann baue ich das alles auf, kommen die ganzen Make-up-Produkte, dann muss ich mich schminken, was ungefähr immer so eine Stunde, wenn nicht sogar länger dauert. Das heißt, ich habe auch immer ungefähr eine Stunde Material. Dann das Ganze alles hier wieder aufräumen, das Video schneiden, das Video hochladen, dann die Infobox füllen mit den ganzen Sachen, die ich benutzt habe, ist auch immer eine sehr lange Zeit. Also das braucht immer am längsten Make-up-Tutorials. Deswegen habe ich nicht den Nerv, das nochmal neu zu machen. Vor allem, weil es halt auch relativ schön aussieht, ne? Also Laura, merkt ihr fürs nächste Mal. Einfach mal lauter reden, wie wär's damit? Eigentlich muss ich jetzt los, aber ich habe mir noch einen Smoothie gemacht und den muss ich jetzt erstmal auftrinken. Ihr könnt raten, was ich verwendet habe. Richtig, Mango und Beeren und Chiasamen. Das ist ja mal was ganz Neues. Ich habe diesmal zwei Mangos genommen. Normalerweise nehme ich immer nur eine. Aber wir hatten zwei, die hatten so ein paar schwarze Stellen und ich wollte die nicht noch weiter gammeln lassen. Deswegen habe ich die aufgeschnitten, einfach das Schwarze weggeschnitten. Das war so ungefähr 1 cm Durchmesser, also es hat gar nichts ausgemacht. Ich habe die einfach rausgeschnitten, den Rest in Mixer, also zwei Mangos. Dann tiefgefrorene Blaubeeren und Himbeeren und dann halt, als es schon fertig gemixt war, obendrauf Chiasamen und dann verrührt. Ich liebe es immer noch, auch wenn ich jetzt schon 500 von diesen Smoothies getrunken habe. Das Komische ist, die schmecken jedes Mal anders, weil, ne, so verhältnismäßig, ich mache ja immer verschieden viel rein, weil manchmal haben wir zum Beispiel keine Erdbeeren, so wie heute. Ich wollte eigentlich Mango und Erdbeeren noch reintun. Ich bin jetzt wieder zurück. Ich war nämlich in der Schule, weil wir mussten so ein bisschen was klären wegen Abschlussball und so weiter. Ein bisschen was klären, dies, das. Ja, und jetzt bin ich wieder zurück und lese die ganze Zeit eure Kommentare, die ihr mir zu meinem neuen Video schreibt. Und irgendwie hat noch keiner was Negatives, also schon was Negatives gesagt, aber nicht negativ das, was mich an dem Video gestört hat. Deswegen alles gut. Und ja, jetzt wollte ich gerade mit einer Freundin FaceTime, weil sie schreibt morgen Mathe und ich sollte ihr ein bisschen helfen. Oh, hä? Da ruft sie gerade an. Wir sehen uns gleich. Ich habe mir gerade Essen gemacht und ich wollte euch das kurz zeigen. Hi, Lona. Ich habe mir gerade Falafeln in den Ofen gestellt und da sind Kartoffeln und da noch eine Soße. Und das habe ich mit Sriracha zusammen in einen Wrap getan. Oh mein Gott. Ich hatte das heute schon, nur ohne die Falafel. Und irgendwie hatte ich gerade so Bock auf Falafel, deswegen habe ich mir die auch noch warm gemacht. Und jetzt gehe ich damit nach draußen und esse es an der frischen Luft, genau. Shoes on fleek? Essen on fleek? Hä? Nix? Nee, alles gut. Oma redet die ganze Zeit rein, weil sie nicht checkt, dass ich mit der Kamera rede. Da ist Kartoffelsoße, Falafel und... Ui, wer kommt denn da angesprintet? Die kam hier... Die kam gerade ungefähr so mit 500 km/h hier lang gerannt. Ich wollte heute eigentlich nach so circa einem Monat oder so mal wieder Sport machen. Ich habe es auch getwittert. Aber erstens, Ilona liegt schon im Bett und sie rastet immer ein bisschen aus, wenn man dann laut ist, ne? Weil sie muss halt zur Schule, ich nicht. Offensichtlich, kann es verstehen. Es ist halt schon 10:30 und ich hatte ein relativ großes Abendessen und deswegen bin ich voll und wenn ich jetzt Sport mache, kommt es bestimmt hoch. Mal wieder eine Ausrede gefunden. Ich habe jetzt übrigens doch was gemacht, no excuses und so, habe so ein paar Übungen gemacht und ich bin so fertig. Ich habe wirklich 10 Minuten Sport gemacht oder so, höchstens. Ich bin so kaputt.
Ich merke das jetzt schon. Das ist ein ganz schlechtes Zeichen, glaube ich. Aber immerhin habe ich heute was gemacht. Morgen geht's dann weiter. Und, ja, back on track und so. Wisst ihr, was ich meine? So. Und wie ihr seht, fallen mir schon die Augen zu. Und deswegen gehe ich jetzt schlafen. Gute Nacht. Guten Morgen. Ich habe mir gerade Frühstück gemacht. Und zwar ist da eine Nektarine drin, eine Banane, die seht ihr jetzt nicht. Und dann obendrauf Amaranth gepufft. Noch so Hafercrunchy und so ein bisschen von so einem Müsli. Und Hafermilch obendrauf. Und so sieht das am Ende aus. Nicht der schönste Anblick, aber es schmeckt ganz gut. Ganz sommerlich habe ich mir hier so ein Schmetterlingskleid angezogen. Und ich habe eben ein Smoothie gemacht und Ilona was davon abgegeben. Natürlich mal wie immer der gleiche. Und jetzt habe ich mir so Pita gemacht. Seht ihr? Da drin ist Hummus, Sriracha und Falafeln. Ich hatte noch Falafel über von gestern, deswegen habe ich die hier jetzt reingepackt. Und ich habe schon probiert und es ist voll lecker. Ich mache mich gerade fertig und packe meinen Koffer. Weil ich glaube, ich habe euch es noch gar nicht erzählt. Ich fahre heute wieder zu Emma. Wir wollen nämlich morgen zusammen in Heidepark. Und deswegen fahre ich heute schon mal zu ihr. Und ich bin jetzt gerade am Packen und so weiter. Packe meine Handtasche, dies, das, Ananas. Ich bin immer so ein Spätpacker. Ich muss es immer so eine Stunde, bevor man losfährt. Ich weiß noch so, vor Ibiza habe ich so meinen Koffer noch offen gehabt. Und eine Freundin hat mich vorher abgeholt. Und sie ist in mein Zimmer gekommen, meinte so, ja, soll ich den schon mal runternehmen? Ich so, nee, da ist noch nicht alles drin. So, das beschreibt mein Leben. Jetzt habe ich gerade die ganzen Dateien von Ibiza importiert, weil ich möchte auf dem Weg ein bisschen schneiden. Mal schauen, ich nehme auf jeden Fall mein MacBook mit und dann gucke ich mal, wie weit ich komme. Ich wollte eigentlich diese Woche ganz cool jeden zweiten Tag ein Video hochladen, damit ihr so ein paar Videos jetzt wieder bekommt, weil ich so lange nichts hochgeladen habe. Also, ne, ihr wisst, bei mir ist immer so eine Woche dazwischen oder so. Und ich dachte, jetzt kommen vielleicht mal ein paar mehr. Aber nein, ich habe natürlich nichts vorgeschnitten und jetzt habe ich kein fertiges Video für die nächsten Tage und ich komme erst am Donnerstag wieder nach Hause. Das beschreibt ebenfalls mein Leben sehr gut. Ich bin soeben in Hannover am Bahnhof angekommen und ich habe auf dem Weg hierhin die ganze Zeit den Ibiza-Vlog geschnitten und irgendwie hat mir das richtig Spaß gemacht. Ich habe da irgendwie so schöne Szenen gefilmt, deswegen hat das richtig Bock gemacht, die Szenen zu schneiden und irgendwie, ja, irgendwie finde ich es schade, dass ich jetzt noch so lange warten muss, bis ich den online stellen kann, aber ich bin gerade auf dem Weg zu Nusu. Emma wartet dort schon, weil wir wollen jetzt erstmal was essen. Und da waren Ilona, Emma und ich ja letztes Mal. Das hat uns sehr gut gefallen, deswegen gehen wir da jetzt wieder hin. Hallo. Da sitzt sie schon. Hallo. Ich sind schon zwei. Was? Mein Essen auf den Namen Wunbau. Ja, ich war ausgerechnet, ist das geil. Also. Ups. Und hier sind Veggie Rolls und. Oh, das ist voll viel Tofu. Wunbau. Oh ne, das ist Gurke, schade. Dachtest du Avocado oder was? Oh, ja. Guck mal, ich habe hier so restliche Reiskörner, so. Ich weiß nicht, was du mit denen gemacht hast, so durchgemischt. Ein Pfiffi. Und plötzlich ist hier ein Pfiffi draus entstanden. Guck mal, das sieht aus wie ein Hund. Das da sieht ein bisschen aus wie ein Fisch, aber nicht so sehr. Und das ist ein richtiger Pfiffi geworden. Unsere Markis fehlen immer. Meine. Das ist nicht unsere. Guten Morgen. Ja, man sieht dich auch. Wir sitzen gerade am Bahnhof und haben uns ein bisschen was zu essen geholt, obwohl ich schon bei Emma was vergessen habe. Aber wir haben uns geteilt. Was? Wir haben uns so geteilt. Geteilt. Das waren so 3 Liter Dick. Ich habe mir bei Le Crobac dieses vegane Teil hier geholt. Da ist so irgendein Aufstrich drauf und Gurken. Chia-Pudding. Bei Emma gibt es einen Smoothie und einen Chia-Pudding. Wir sind im Heidepark. Ich habe heute noch gar nichts gevloggt. Nee, ich habe noch gar nichts gevloggt. Ihr könnt auch bei Emmas Video vorbeischauen. Das verlinke ich euch in der Infobox, wenn es dann irgendwann online ist. Also voll. Scream und Kamasos haben sie was echt
not cool ist. Ja, das war so, Scream und Colossus sind so typische Sachen, da will man immer rein und dann so, hat es einfach zu. Ja. Also wir waren jetzt schon auf Krake und gerade bei Flug der Dämonen. Das war richtig geil. Bei Flug der Dämonen lohnt sich halt, weil das ist lang. Ja, das ist so ein bisschen länger, weil Krake bist du so nach 3 Sekunden fertig, gefühlt. Und Flug der Dämonen geht halt so ein bisschen länger, aber wir standen auch viel länger an. Ja, eine Stunde bestimmt. Und jetzt schauen wir mal, was wir als nächstes machen. Und es ist immer noch kein Sonnenschein, wir haben so auf Sonnenschein gehofft. Und in der Wettervorhersage stand das auch, aber... Also hier ist die Krake. Da fahren die gerade lang. Das ist ungefähr der beste Part, wenn man da oben jetzt so hängen bleibt. Guckt euch das an. Wir waren jetzt so eben auf Colossus und es war einfach richtig geil irgendwie. Die Sommer war zwar so. Ja, wir waren so erste Reihe. Wir saßen ganz vorne erste Reihe natürlich. Beste. Und ich habe einfach nur so im ganzen Gesicht so meine Sabber gemerkt. Vorhin neben mir saß so ein Typ und, hinter mir und ich hatte halt meine Haare so zusammen und habe die ganze Zeit so festgehalten und auf einmal ich schreie so und habe so richtig gemerkt, so ein Sabber plopp, wirklich so ein Plopp auf meinem Mund fiel. Nee, das stellt man auf. Fliegt mal. Meinst du? Ja. Und dann ist der, glaube ich, so voll gegen den. Hoffentlich hat er es nicht abbekommen. Ich hoffe, der dachte, das ist das Regen. Bei YouTube. Guck mal, das ist der neue Park vom Heidepark. Für kleine. Das ist für kleine Kinder, wie man sehen kann. Und es ist halt aus diesem Film Drachenzähmen. Kennt ihr wahrscheinlich von DreamWorks. Ich weiß nicht, ihr... Also ich erinnere mich noch hundertprozentig dran. Hier war halt vorher so ein Park, wo man halt so auf so Bündchen, ja, da waren so Märchengeschichten. Da ist man halt so auf so Wasser lang gefahren und da waren da so verschiedene so wie solche Glas. Und die konnten sich bewegen. Ja, die haben sich so bewegt. Aber das war, hier früher. Mäßig. Ja, das war halt sehr altmodisch. Deswegen haben die jetzt das hier gemacht. Wir haben uns gerade Essen geholt und zwar gibt's jetzt hier einen veganen Burger. Und Pommes. Liebe Kugeln. Oh Mann, das schmeckt weg. Und Wasser, was irgendwie komisch schmeckt nach Plastik. Mhm. Und ich habe noch nicht probiert, also den Burger. Aber ich bin gespannt. Hey. Wir sind gerade nochmal Flug der Dämonen gefahren. Erste Reihe, weil Emma hatte die schlaue Idee, Leute vorzulassen, weil eigentlich hätten wir so den vorletzten Platz gehabt. Und dann Emma so, wollen Sie vielleicht vor? Und alle freuen sich so, ja, ja. Und wir so, wir sind jetzt erste Reihe. Ja, und jetzt gehen wir noch mal ins Meiertal und ich muss noch Emmas Outfit abfilmen für ihr Lookbook. Seht ihr dann bald auf ihrem Kanal. Wollen wir das hier machen? Am Wasser so? Ja. Mit diesem weißen Haus da im Hintergrund, oder? Hier ist so schön. Seht ihr das, wie schön? Da ist Colossus hinten. Da. Da ist so eine Ente. Da ist das weiße Haus. Hier ist eine Ente. Hi, Bibi. Dabei. Seht so, ich mag euch nicht. Emma stresst mich. Ich will ins Meiertal und sie sagt, nein, nein, wir müssen jetzt schon weg. Sag ich nicht. Ja, warum wird's? Kriegen das alles schon. Oh, da hinten sind gerade welche in Krake. Hier ist das Meiertal und hier sind so verschiedene Sachen. So kleinere Sachen, so wie Kettenkarussell oder das da halt. Da waren wir gerade drin. Es sieht jetzt aus wie ein Riesenrad, aber eigentlich sitzt man da drin und wird halt so rumgeschleudert und... Ja, wir sind jetzt wieder auf dem Weg zum Ausgang, weil es wird schon Zeit zu gehen. Und hier ist das coole Meiertal. Ja, Bibi. Alles gut bei dir? Alles gut bei dir? Alles gut bei dir. Ah, Anton, ne? Der steht hier halt einfach so. Ja, machst du mal, was du... Ist so, okay. Emma und ich haben uns gerade überlegt, dass wir jetzt Musical.ly machen. Oh, was ist das für eine schöne Kappe? Und ihr werdet es jetzt... Hallo, das ist meine Cappy. Okay, sorry. Ihr werdet es jetzt live mitbekommen. Unser Versuch, wie man Musical.ly dreht. Was ist das denn für eine Süße? Bro! Das ist meine Frau!
Meinst du, ich hab's kaputt gemacht? Nein, ich glaube nicht. Man kann hier nirgendwo jetzt popeln oder so, weil überall eine Kamera ist. Es ist wie bei Big Brother. Guck mal hier, das ist einfach. Nein, wir machen einfach spontan. Du meintest doch, man muss das vorher nicht üben. Deswegen machen wir das jetzt. Ja, ich glaube nicht. Was soll man da denn üben? Irgendwie machst du was falsch. Die haben hier was ganz komisch. Die haben hier was ganz komisch. Keine Ahnung, wie das geht. Ja, ja, ich mach das schon. Ich hab Ahnung. Jetzt geht's los. Wieso ist das so langsam? Mach weiter. Wieso bewegen wir uns so langsam dazu? Ist das richtig? Achso, Laura, wir sind die geborenen Dinger. Ich fand das so irritiert, machen wir nochmal. Boah, Laura, wir sollten mit YouTube aufhören. Nein, ich zeig dir den gleich auch noch. Nee. Oh, Clickbait. Jetzt nochmal One Dance, ne? Aber guck mal, das ist die Number One. Wollen wir von ihr ein bisschen was nachmachen? Weil es machen doch eh alle nach beim Musik. Aber irgendwie nervt mich das Lied ein bisschen. Wir müssen irgendwie ein cooleres Lied finden. My name is No. My song is No. My number is No. You need to let it go. Wir sind die wahren Musical.ly-Pros. Ah, da ist noch drin. Was sagst du zu deinem... Speicherst du die eigentlich die ganze Zeit? Nein, ich habe die alle gedrückt. Laura, das sind unsere ersten Versuche zum großen Erfolg. Ich wollte damit meine eigene Modekollektion rausbringen. Doch, man kann das posten, aber ich will das nicht auf meinem Account haben. Wieso nicht? Findest du uns hässlich? Egal, was sie machen, das sieht geil aus. Das sieht immer geil aus. Aber ich glaube, das war nicht so gut. Hier seht ihr unsere Musical.ly-Routine. Warum habe ich hier Effekte? Keine Effekte. Und du hast doch eben Defekte. Was für Effekte? Hast du keine? Nein, ich habe das alles mit meinen Bewegungen gemacht. Das ist der Sinn von Musical.ly. Ja. Das ist der Sinn von Musical.ly. Was ist das? Wir haben uns jetzt quasi so bed-ready gemacht. Emma ist noch ein bisschen am... Eincremen, genau. Ich creme mich nie ein, deswegen bin ich schon fertig. Und jetzt gehen wir schlafen. Deswegen, gute Nacht. Guten Morgen. Ja, wir sind soeben aufgewacht und Emma macht uns gerade Frühstück. Und ich warte hier einfach. Wir haben gestern übrigens noch auf Twitter ein Musical.ly gepostet. Einfach nur aus Spaß. Und wir dachten, die Leute merken, dass wir es als Verarsche gemacht haben. Aber ganz viele Leute sagen so, oh, wie schön, das ist ja richtig cool. Da ist unser Frühstück und da steht das schön. Ich habe meine Milch eben noch selber gemacht, aber ich habe bei dir Sojamilch drauf getan, weil du die ja nicht magst. Oh, danke. Sieht voll schön aus. Oh, natürlich muss man die Blumen dazu stellen. Also weil sonst wäre. Das sieht nicht schön aus. Das wäre sonst kein richtiges Insta-Pink. Ja. Oh, was muss ich da machen? Das sieht ja nicht schön aus. Es sieht nicht schön aus. Geht nicht so. Oh, noch so ein blaues Stück. Bisschen. So, aha. Oh, muss ich jetzt hier also auch reinpacken? Ja. So. Wir sind jetzt gerade bei Yomaru und wir haben uns Frozen Joghurt geholt. Das ist natürlich Soja-Eis und wir haben hier, was hast du für Toppings? Erdbeersoße, Oreo und Mr. Tom. Boah, das schmeckt richtig geil. Und ich habe Erdbeeren, Oreo, Mango-Püree und Schokostreusel. Und ich habe es noch nicht probiert, aber es wird sowieso schmecken. Wir sind jetzt bei Hey Fairy. Und hier war ich noch nie. Warst du hier schon? Nee, ich wollte hier noch nicht. Die haben hier so ganz viele Falafelrollen, Falafelteller und so. Und gibt es auch alles in vegan. Ich probiere sofort.
Übrigens, der Frozen Joghurt war richtig lecker. Also, wenn ich das nächste Mal bei dir bin, müssen wir da wieder hin. Und wir kriegen gleich noch eine Pommes. Emma war übrigens gerade in einer Brow Bar und hat sich ihre Augenbrauen frisch machen lassen. Und die fragen mich so, sollen wir dich ein bisschen frisch machen? Nein. Ich so, nein, danke. Möchtest du die Augenbrauen gemacht werden? Nein. Möchtest du Model sein? Weil die hatten so eine neue Mitarbeiterin. Ich so, nein, danke. Ja, irgendwie, ich mag das nicht so, wenn andere Leute so in meinem Gesicht rumfuchteln. Ja, aber am Morgen kriege ich selber nicht. Ja, aber du hast auch so richtig geile Augenbrauen. Bei mir ist so, was soll man da wegmachen? Ich habe mich heute einfach mal noch gar nicht gemeldet. Ich war den ganzen Tag mit Schneiden beschäftigt und mein Video ist jetzt, ich bin mir nicht sicher, seit einer halben Stunde oder so online. Seit einer Stunde, es ist jetzt gerade 10:30. Und ich habe wirklich den ganzen Tag geschnitten. Ich wusste nicht, dass das noch so viel ist. Aber jetzt ist auf jeden Fall wenigstens schon mal mein Ibiza-Wochenblog online. Meine ganzen Kleider sind angekommen. Also ich habe jetzt auch ein Kleid für meinen Abi-Ball. Der ist ja schon morgen in einer Woche, deswegen wurde es auch mal langsam Zeit. Und ja, ich freue mich sehr darauf, dass ich jetzt ein Kleid habe. Mehr habe ich auch eigentlich gerade nicht zu erzählen. Ich habe mich heute noch gar nicht gemeldet. Ich war beim Nageltermin. Ich habe mir heute endlich meine Nägel machen lassen. Ich habe ja nämlich diese Woche meinen Abiball und ich dachte so, ich wollte schon immer meine Nägel machen lassen, aber ich habe es immer wieder aufgeschoben. Ihr kennt das bestimmt. Ich dachte mal so, ich mache mir irgendwann mal einen Termin und dann habe ich jetzt so realisiert, ich so, oh, okay, das ist schon diese Woche, dann sollte ich das vielleicht mal jetzt machen. Und so sehen die aus. Ich liebe die Nägel. Ich bin so verliebt in diese Form und alles. Oh mein Gott. die sind eigentlich transparent. Ich habe die jetzt selbst lackiert. Das ist übrigens eine Farbe von Catrice, die ich mir heute gekauft habe. Hier, den habe ich mir heute direkt gekauft. Und zwar ist das 103 Think in Dusty Pink. Also wie gesagt, die sind eigentlich transparent. Ich habe mir die jetzt transparent gemacht, weil ich dachte so, okay, dann kann ich die selbst halt lackieren, auf welche Farbe ich Lust habe und nachher machen die mir eine Farbe drauf und dann gefällt es mir nicht. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen habe ich die einfach so Natur gemacht und diese Farbe jetzt drauf und die sind so schön. Übrigens habe ich unten drunter Glitzer gemacht. Hier sieht man es ganz gut. Ist kein direktes Glitzer. Und zwar habe ich auch einen Nagellack von Catrice. Ist die Nummer 04 Lost in Roses. Sieht so aus. Ist halt so ein Glitzerlack. Und ja, ich kann schon mal sagen, ich bin super zufrieden. Ich habe jetzt 27 Euro gezahlt. Ich liebe diese Form. Die wird ja Coffin genannt. Das ist diese Sargform. Sieht halt aus wie ein Sarg. Und jedes Mal, wenn ich die angucke, bin ich so, oh. Vor allem diese Farbe. Ich finde, das passt voll gut zu meiner Bräune. Ich finde es noch sehr komisch, das muss ich sagen. Also einige von euch werden es wahrscheinlich kennen, wenn man sich zum ersten Mal Gelnägel gemacht hat und vor allem so eine Verlängerung. Meine Nägel sind ja eigentlich super kurz. So, vielleicht sogar knapp die Hälfte eigentlich. So ungefähr. Wenn man sich das mal anguckt, so lang ist das. Deswegen ist es super komisch. Ich war halt fertig und wollte das halt bezahlen und wollte mein Portemonnaie aus der Tasche nehmen. Und es war so komisch, ich konnte einfach nicht greifen, weil du hast halt plötzlich ein ganz anderes Gefühl und du kannst auch Flaschen nicht mehr einfach so öffnen, sondern und man packt alles einfach so ein bisschen anders an und daran muss ich mich noch gewöhnen und ja, aber ich bin sehr zufrieden. Ich dachte, ich mache es jetzt einfach nur einmal für den Abiball, aber ich denke mir schon so, als ob, das ist so schön und es gefällt mir so gut. Ich werde das bestimmt häufiger machen. ja, soweit erstmal zu meinen Nägeln und irgendwas wollte ich noch sagen. Ach, ich schmink mich gerade. Wollte mal testen so für meinen Abiball, deswegen bin ich am Überlegen, was ich so drauf mache, gucke ein paar Tutorials und ja, ich zeige euch das noch nicht, weil ich werde ein ganzes Video dazu machen. Ja, jetzt übe ich gerade mein Make-up, ich freue mich irgendwie schon richtig auf den Abiball, ich weiß nicht. Einerseits bin ich auch so ein bisschen traurig, wenn ich jetzt schon daran denke, dass wir so uns alle verabschieden werden und dass man erstmal wahrscheinlich die meisten Leute erstmal nicht mehr wieder sieht. Ja, das ist irgendwie schon so. Ich will gar nicht erst drüber nachdenken. Und eine Sache, über die ich noch sprechen möchte. Also wenn dieser Vlog online kommt, ist es schon längst passiert und ihr habt alle schon davon erfahren. Aber ja, Christina Grimmie ist
Heute Morgen war das, ist sie gestorben. Ich persönlich kenne sie noch als Zelda X Love 64 und für mich wird es auch immer ihr Name sein. Das war so wirklich eine der ersten YouTuberinnen, die ich geguckt habe. Wisst ihr noch, als man damals so YouTube gefunden hat? Und es gab halt so die ersten YouTuber. Ich habe am Anfang gar nicht Beauty-Videos geguckt, sondern wirklich solche Leute wie sie. Und ich habe vor ein paar Vlogs schon mal über so zwei Leute geredet, die zusammen Coversongs hochgeladen haben. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die hießen. Irgendwas mit Robinesque oder... Nee. Habe ich irgendwann vor ein paar Vlogs, habe ich die mal erwähnt. Aber auf jeden Fall, das waren so die ersten, die ich geguckt habe. Und Christina Grimmie, ich habe echt immer geguckt, wenn sie ein neues Video hochgeladen hat und so. Und ich gebe es ganz ehrlich zu, ich habe sie die letzten Jahre dann nicht mehr so verfolgt. Ich kann mich wirklich noch haargenau daran erinnern, wie ich sie gefunden habe. Und sie hatte ja diese Emo-Haare, wie man das so bezeichnet, diese Scene-Girl-Haare. Und ich wollte immer so eine Frisur haben. Ich fand das so cool und ich habe mir das auch mal selbst versucht zu schneiden. Ihr wisst ja, ich schneide meine Haare immer selbst, mache das schon seit Jahren und ich habe das so ein bisschen versucht, hat nicht so wirklich geklappt. Sie ist jetzt 22 Jahre alt geworden und hat ein Konzert gegeben. Und dann war da halt jemand in der Menge und hat sie während ihrer Autogrammstunde angeschossen. Das finde ich schon mal richtig heftig, weil die ganzen Fans und so haben das alles mitbekommen. So, sie wurde einfach da so zwischen angeschossen von irgendeinem komischen Typen. Dann hat ihr Bruder sich da drum gekümmert und hat halt so versucht, den so davon abzuhalten, noch mehr Leute umzubringen. Und dann hat dieser sich halt selbst erschossen. Und Christina war halt auf dem Weg zum Krankenhaus und ist leider halt, also die konnte halt nichts mehr machen, also die ist auf dem Weg dahin verstorben. Und ich finde das einfach so heftig. Ich weiß nicht, das hat mich heute so berührt. Ich musste auch den ganzen Tag drüber nachdenken. Und dann habe ich mir ihren Cover-Song mit Sam Tsui angeguckt, weil das war das, was ich richtig gefeiert habe. Also ich habe wirklich so geliebt, Just a Dream von Nelly. Und ich habe mir das angeguckt und ich habe einfach angefangen zu heulen, weil ich weiß nicht, das war so... Alles kam irgendwie so hoch. Ich habe mir so den ganzen Tag Sachen dazu durchgelesen, habe mir noch Videos von ihr durchgeguckt. Und dann ist mir so eine Sache eingefallen, das war so, guck mal, jetzt kommen wir wieder alle drauf und sind so, ja, Christina Grimmie, was sie eigentlich alles so erreicht hat und wie cool sie eigentlich war und was sie für eine wunderschöne Stimme hatte. Und dass man erst so darauf kommt, wenn sie tot ist, so, wisst ihr, man hat das gar nicht so geschätzt, dass... Also mir ging's so, ne? Sie hatte natürlich viele Fans, die sie immer noch angehimmelt haben, wie sonst was, aber sie war halt immer so in meinem Hinterkopf. Ich habe letztens noch mit einer Freundin drüber geredet und wir haben uns wieder ihre Coversongs angeguckt, weil wir so dachten, oh mein Gott, die hat eine wunderschöne Stimme so. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, so, dass man erst so beim Tod wieder so darauf kommt, so man merkt erst, wen man so verloren hat. So, das finde ich, ist irgendwie krass. Ihr kennt wahrscheinlich noch ihre Videos All Above This is Random. Das hat sie mit einer Freundin gemacht. Die hieß Sarah, meine ich. Und das habe ich mir heute wieder mit einer Freundin angeguckt. Und es war einfach so cool. Ich habe das geliebt, ne? Und es ist ja wirklich schon Jahre her, dass sie mit YouTube angefangen hat. Es war 2009, meine ich, hat sie angefangen. Also es ist jetzt 7 Jahre her. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie hat es mich hier so ganz tief drin in meinem Herzen getroffen. Deswegen, ja, wollte ich das einfach mal euch erzählen. I'm getting paid $500. I have to talk it now. I bet you're really mad and I bet you're really sad, cause I'm getting paid $500. I have to talk it now. I bet you're really mad and I bet you're really sad, cause ooh, a crocodile. Ich bin echt sehr traurig, also rest in peace, Christina. An alle da draußen, die in der letzten Zeit irgendeinen wichtigen Menschen verloren haben. Ich weiß, es ist schwer und es ist keine schöne Sache mitzubekommen, wie jemand Wichtiges so aus der Familie oder aus dem Freundeskreis stirbt. Aber letztendlich, das hört sich jetzt blöd an, aber man muss es halt so sehen, jeder von uns wird irgendwann von dieser Erde gehen. Das ist nun mal so. Wir werden nicht
wir sind nicht unsterblich oder sonst was. Ich meine, man kann sich die Zeit nehmen und trauern, die Zeit, die man braucht. Aber man muss irgendwann auch sein Leben weiterleben, weil man selbst wird auch irgendwann gehen und man wird auch Menschen zurücklassen. Und man möchte nicht, dass die Menschen sich dann, was weiß ich, irgendwelche Vorwürfe machen oder monatelang trauern oder dass es denen schlecht geht oder sonst was, sondern man möchte ja auch, dass die auch einfach nur weiter ein schönes Leben haben können und weiterleben und nicht, wie nennt man das, ja, in den eigenen Tränen versinken. Guten Morgen, ich möchte mir jetzt eine To-Do-Liste schreiben. Das habe ich eine Zeit lang immer gemacht und ich fand es super gut, weil ich habe immer meine Sachen abgehakt. Und jetzt so in letzter Zeit bin ich da so richtig rausgekommen. Aber jetzt schreibe ich mir eine, damit ich heute mal ein paar Sachen erledige. Das ist mein To-Do-Listen-Blog, den habe ich euch schon mal gezeigt. Den habe ich bei Albert Heijn in Enschede gekauft. Eine Sache, die ich auf jeden Fall machen muss, ist Pinsel waschen. Habe ich jetzt ewig nicht mehr gemacht. Ich habe mich zwar in der letzten Zeit auch kaum geschminkt, aber ja, das ist da schon sehr lange drin, das Make-up in den Pinseln. Und das nervt mich und deswegen muss ich meine Pinsel waschen. Nächster Punkt. Ich muss auf jeden Fall mein Zimmer aufräumen. Es sieht schrecklich aus. Ich kann schon gar nicht mehr in die Richtung gucken, weil alles einfach auf dem Boden verteilt liegt. Ja. Dann, um mein Zimmer aufzuräumen, muss ich auf jeden Fall mein Aces-Paket packen. Weil ich habe ja Kleider bestellt und habe jetzt auch zum Glück zwei Kleider ausgesucht. Und ich muss natürlich die anderen zurückschicken. Und die liegen hier vor allem sehr viel rum. Deswegen ist das Paket. Dann muss ich noch einen Instagram-Post machen. Weil hier liegen noch die Sachen von oder nicht oder doch. Und die möchte ich natürlich noch auf Instagram präsentieren. Und das muss ich tun. Dann möchte ich außerdem heute mal wieder Sport machen. Ihr habt ja mitbekommen, dass ich lange keinen Sport gemacht habe und diese Woche habe ich endlich mal wieder Sport gemacht und zwar so, habe ich jemals in meinem Leben Sport gemacht, so hat sich das angefühlt, deswegen heute. Ich glaube, mehr schreibe ich jetzt erstmal nicht drauf, damit ich wenigstens die Sachen abhaken kann und nicht viel zu viele Punkte habe. Deswegen machen wir erstmal das und dann schauen wir weiter. Ich habe jetzt eigentlich quasi schon das Aces-Paket zusammengepackt, aber dann ist mir irgendwie plötzlich so aufgefallen, dass ich mir noch nicht hundertprozentig sicher bin mit meinem Kleid. Ich probiere jetzt schon die ganze Zeit so wieder an und habe Fotos gemacht von mir und so. Und jetzt bin ich irgendwie richtig unsicher. Eigentlich wollte ich das eine Kleid einfach einpacken, wo ich mich dagegen entschieden habe. Und das so abschicken, einfach fertig. Aber dann habe ich es nochmal angezogen. Und dann war ich so, irgendwie gefällt es mir doch ganz gut. Ich habe mir gerade was zu essen gemacht und zwar habe ich ein Video von Yummy Pilgrim gesehen. Und zwar hat sie einen Chicken Salad gemacht, aber halt Chick im Sinne von Chickpeas, von Kichererbsen. Und ich habe das jetzt ganz vereinfacht gemacht. Ich habe das schon voll oft bei Leuten gesehen, aber irgendwie habe ich es immer wieder vergessen zu machen. Jedenfalls, ich habe genommen eine halbe oder so eine Drittel Dose Kichererbsen, ich bin mir jetzt nicht sicher, und ungefähr eine Viertel Avocado und habe das halt so zermanscht mit so einem Stampfer, was man zum Beispiel für Kartoffelbrei nimmt. Und dann habe ich ein bisschen Paprika edelsüß reingemacht, ganz bisschen Salz, also wirklich nur so ganz bisschen. Eigentlich mache ich nie Salz in mein Essen, aber bei Avocado muss meiner Meinung nach ein bisschen sein. Und Pfeffer habe ich noch reingemacht und obendrauf seht ihr Sriracha. Und das ist auf so einem Körnerharmonie Toast, kennt ihr bestimmt. Und ich habe es schon probiert und es schmeckt richtig geil. Ich habe mich jetzt endlich für ein Kleid entschieden und ich habe das ausgewählt, was ich auch schon vorher ausgewählt habe. Also eigentlich war die Zeit hier gerade unnötig, aber ich war mir halt nicht ganz sicher. Und jetzt mache ich eine kurze Pause, gucke das neue Video von Niki Tutorials und esse dabei Jackfruit. Habe ich euch gestern auf Snapchat gezeigt. Ihr könnt mir übrigens auf Snapchat folgen, heiße ich You Should Feel. Und da habe ich gezeigt, dass ich mir so ein paar asiatische Obstsachen geholt habe. Unter anderem Jackfruit in der Dose. Also frisch soll auf jeden Fall besser sein, aber ne, kommt man halt nicht so leicht dran. So sehen die halt aus und es ähnelt sehr einem Pfirsich aus der Dose. Und ich finde, die schmecken auch sehr ähnlich wie Pfirsich aus der Dose. Und mir schmeckt es auf jeden Fall sehr gut. Die Konsistenz ist halt so ein bisschen anders. Seht ihr das? Es zieht sich halt so komisch. Schmeckt auf jeden Fall, wie gesagt, sehr ähnlich wie Pfirsiche aus der Dose. Und dann habe ich halt noch Mochis gekauft. Dann haben wir noch Mochi Ice Cream gekauft. Oh mein Gott, ich habe zum ersten Mal Mochi Ice Cream gegessen. Mit Mango haben wir das. Es sind 6 so kleine Mochis und kosten einfach mal fast 6 Euro. Das heißt, ich werde mir die nicht nochmal kaufen, weil das echt teuer ist. Aber die schmecken verdammt gut.
Muss ich zugeben. Ich habe gerade den nächsten Punkt meiner To-Do-Liste abgehakt. Wird jetzt auch mal Zeit, so um 9:30. Jedenfalls ist hier mein Licht aufgebaut. Und hier sind die Sachen, die ich von oder nicht oder doch bekommen habe. Da habe ich so einen coolen girly Instagram-Post gemacht. Und jetzt muss ich die Sachen wieder einpacken. Weil ich will mich auch später ins Bett legen. Vor allem das Coolste finde ich ist so, ich habe so einen Stundenplan und ich brauche den jetzt einfach nicht mehr. Schenkt den Ilona, aber ich will den erst noch aufheben, weil ich mache bald noch einen zweiten Instagram-Post. Und mal schauen, ob ich den dann noch brauche. So, mein Zimmer ist jetzt aufgeräumt, wie ihr sehen könnt. Und ich muss noch Staub wischen und Staub saugen und so weiter. Das mache ich aber morgen, weil es ist schon so spät. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob jemand schon schlafen gegangen ist bei uns im Haus. Deswegen mache ich das jetzt lieber nicht, das nervt auch nur. Jetzt steht noch Sport und Pinselwaschen auf meiner Liste. Ich denke aber, ich werde nur noch meine Pinsel waschen. Ich mache das nämlich direkt jetzt gleich. Ich nehme die Pinsel direkt mit. Ich habe soeben meine Pinsel gewaschen. Und jetzt gehe ich gleich schlafen, weil ich kann schon kaum meine Augen aufhalten. Kennt ihr das, wenn man sich schon so fühlt? Mir fällt gerade auf, jetzt ist ja auch der Wochenblock beendet. Ich hoffe, euch hat der Wochenblock gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Wochenblock hoffentlich oder beim nächsten Video. Tschüss! Ich habe gerade so dieses Ende aufgenommen und habe mich komisch gefühlt, weil ich nicht das Gleiche gesagt habe wie immer. Deswegen, das war es dann heute von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.